Hallo Leute, heute nehme ich euch mit ins Winterlager, da mein Boot über Winter im Wasser geblieben ist und ich gelegentlich am Wochenende hinfahre, um auf dem Boot zu wohnen und einige kleine Reparaturen vornehme. Also seid gespannt. Wochenende treibt das Sturmtief Serena ihr Umwesen und sorgt für heftige Sturmböen und Orkanböen und dementsprechend habe ich natürlich mir das im Hafen mal angeschaut und auf dem Boot übernachtet. Nach der Nachtschicht auf der Arbeit habe ich mich erst einmal ins Boot zur Ruhe gelegt und ein Nickerchen bis 12 Uhr gemacht. Meine Gasheizung sorgt für herrliche 24 bis 26 Grad im Boot, das ein Wohlfühlfaktor gewährleistet ist. Nun heißt es erstmal Kaffee kochen und in den Tag hineinkommen. Ein paar Bastelstunden sind auch eingeplant. Nach dem gut vorbereiteten Frühstück gilt es dann, den frisch installierten Wassertank an die alte Leitung anzuschließen, die Gasleitung zu kontrollieren und den Feuchtigkeitssammler in der Bilge auszutauschen, da die Luftfeuchtigkeit im Winter doch etwas höher im Boot ist. Mal schnell den Windmesser ausgepackt, zwecks der Neugierde bei Sturmtief Serena mit Windstärken von 8 bis Böen 9, wie bei Ostholstein hinwegfegt. Der neue Wasseranschluss vom Frischwassertank.
am Spätnachmittag bekam ich noch Besuch und da der Wind gut nachgelassen hatte, sind wir noch einmal rausgefahren, um die Drohne einmal vom Schiff aus fliegen zu lassen.